Wir starten in den sommerlichen Juni hier im Bezirk Melk und das mit einem neuen Gemeinde-TV-Newsflash. Der Kindergarten St. Leonhard am Forst wird ausgebaut. Aktuell werden hier 5 Kindergartengruppen betreut. Ab Herbst sollen es dann 6 werden. Groß ausgebaut werden muss nicht, dafür wurde schon vor Jahren vorgesorgt. Die neue Gruppe wird im Dachgeschoss seinen Platz finden. Es gibt ein neues Buch aus dem Bezirk Melk, geschrieben von Walter Handl in Matzlensdorf. Vielen lieben Dank, dass wir heute dich zu Hause besuchen dürfen, um uns dein Buch anzuschauen. Was ist der Titel und worum geht's da konkret? Ja, der Titel ist 50 Jahre Rallye Grossring Melk, 50 Jahre Rallye Gross in Österreich. Und ich bin animiert worden, vor 5 Jahren mein Wissen niederzuschreiben. Ich bin ja seit 50 oder über 50 Jahren schon dabei bei dem Geschäft. Ich kenne alle Fahrer, ich kenne alle Rennstrecken in Österreich und auch in Europa. Und ja, ich habe mich überwinden müssen, aber nach 4,5 Jahren Recherchenarbeit ist mir gelungen, dass ich das Werk zustande gebracht habe. 4,5 Jahre, das ist ein sehr langer Zeitraum. Wie hat die Recherche bei dir ausgesehen? Was hast du da gemacht, um das fertigstellen zu können? Ich habe viele Interviews, viel getroffen mit den ehemaligen Fahrern. Wo bekomme ich das her? Ja, das Buch gibt es beim ÖMDC Fahrtechnikzentrum in Melk. Dort liegt es auf. Und bei mir persönlich und auch online kann man es bestellen. Danke, dass du dir 4,5 Jahre die Zeit genommen hast, um ein Buch zu schreiben für die Region, um der nächsten Generation auch zu sagen, was hier alles los war. Danke dafür und auch danke fürs Interview, Walter. Bitteschön. Und die Erdbeersaison ist endlich wieder losgegangen bei uns im Bezirk Melk. Hier in Pöchlern, kurz vor der Donaubrücke, da liegt das Erdbeerfeld der Familie Heisler. Eure Erdbeeren schauen sehr geschmackig aus. Am Feld stehen auch schon ganz viele, die gerade für euch pflücken. Wettertechnisch war es jetzt lange aber nicht sehr schön. Wie ist es für die Qualität von den Erdbeeren heuer? Also zum Glück ist jetzt, oder haben wir sehr starken Sonnenschein gekriegt die letzten Tage. Und somit haben wir eben starten können. Und wir hoffen auf eine sehr gute Ernte. Was macht denn so eine perfekte Erdbeere aus, wetter- und klimatechnisch bei uns im Bezirk? Wann kann man sagen, ha, heuer war es perfekt, heuer schmecken es richtig gut? Also wir haben die letzten Jahre war es oft zu trocken, aber das Problem haben wir ja nicht. Wir können ja die Felder bewässern, Gott sei Dank. Also mit Wasser können wir uns helfen, aber natürlich mit der Sonne nicht. Okay, na hoffentlich passt es jetzt, bleibt es jetzt schön. Also wie gesagt, Leute, habt es schon auf den Feldern, aber bald darf man auch selber brocken. Ab wann circa? Ja, voraussichtlich ab Mitte oder Ende nächster Woche geht auch selber pflücken. Okay, na vielen lieben Dank. Alles Gute euch weiterhin und auf eine gute Erdbeersaison. Solltet auch ihr Neuigkeiten aus dem Bezirk Melk ins Fernsehen bringen wollen, dann schreibt uns einfach über unsere Homepage an www.gemeindetv.at. Hier findet ihr auch alle weiteren Beiträge von uns.